Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf der Warfare-Welt. Und ihr seht, was hier liegt, Pichu Post. Dieses Bild ist wieder eine Kooperation und dieses Video, ja, hier geht es diesmal um etwas Besonderes und zwar über AI, also über Kunst mit künstlicher Intelligenz. Da werden wir ein bisschen drüber reden und ich werde euch auch ein bisschen über Neuigkeiten oder Veränderungen in Pichus Shop ab nächsten Jahr erzählen. Ja, bevor wir da genauer zu kommen, würde ich sagen, packen wir das aus. Ich möchte schon mal sagen, dieses Bild, was ich euch zeige, gibt es bei Pichu nicht im Shop, aber dafür andere schöne Bilder in dieser Art noch. Und ja, ich werde es auf jeden Fall im Januar anfangen zu printen und da freue ich mich schon drauf. So, wieder richtig süß verpackt. In diesem wunderschönen hellblauen Seidenpapier mit dem süßen Sticker. Pichu mit dem Hasi. Ich finde das so cute. Ich finde das so cute. Na, und wie gesagt, die Farben passen einfach so echt toll zusammen. So, packen wir mal aus. Okay, Mikro ist an, das ist schon mal gut. Muss noch mal kurz nachschauen. Ich mag Seidenpapier, ne? Also, ich bin immer zu vorsichtig, um das beim Auspacken. Ich mag es eigentlich nie kaputt machen, aber im Grunde ist es nur Verpackung, ne? Aber ich weiß nicht, ich bin ja irgendwie speziell. Und da kommt auch schon unser Bild. Ich zeige euch mal wieder die schöne Qualität. Eine richtig tolle Flauschleinwand, abgesteppter Rand. Schön stark. Und schaut mal. Das erste, was mich hier angrinst, ist unsere Chibi-Pichu im Hasenkostüm. Richtig toll. Und ja, schaut euch den Druck an. Auch wieder richtig bombastisch schön. Ja, das ist noch eine Leinwand mit dem alten Logo von Pichu. Ich wollte euch das Bild eigentlich auch schon im November vorstellen, aber im November ging es einfach drunter und drüber. Ja, und das ist das schöne Bild. So, unsere Leinwand rollt sich noch ein bisschen, aber das gibt sich ganz schnell. Wie gesagt, das sind so selbstglättende Leinwände. Oh, jetzt habe ich die Folie angerissen. Das passiert manchmal. Gucken wir mal, ob wir das nochmal so hinbekommen, ohne dass wir das weiter einreißen. Einfach nur ein bisschen, um ein bisschen die Spannung vom Gerollten wegzunehmen. Ja, das geht halt super mit so selbstglättenden Leinwänden. Einfach ein kleines bisschen wegmachen und schaut mal, schon rollt sich das nicht mehr so wie hier auf der Seite. Deswegen machen wir das jetzt hier unten auch nochmal. Ich möchte euch ja das Bild richtig schön glatt zeigen, dass ihr es bewundern könnt. Ich finde es einfach so süß. Eine Eule. Eine Eule passend zur Jahreszeit. Und ich bin eine Frostbeule. Und dieses süße Eulchen hier auf dem Bild ist es auch. Sozusagen ich als Eule. Die ganzen Details zeige ich euch gleich. So, na, und ihr guckt. Seht ihr, wenn er das so ein bisschen macht, das geht so super mit diesen tollen Leinwänden und schon liegt das Bild flach da. Einfach so cute. Ja, unser Eulchen ist dick eingemummelt. Ich mag die Augen, die sehen so schön aus. Hat einen schönen dicken Schal. Man sieht im Hintergrund, schneit es ist Winter. Und sie hat ein schönes Heißgetränk in ihren Flügelchen, hier als Hände dargestellt. Ja, und ich finde, das passt einfach so super, dass ich mich jetzt auch so sehr über diese Kooperation freue. Ich zeige euch hier nochmal den Druck. Einfach absolut schön, richtig gut. Und ich sag euch, Pichu-Bilder lassen sich richtig schön painten.
Dieses Bild ist in eckigen Steinchen, hat 50 mal 50 cm, also eine schöne, angenehme Größe zum Painten. Und auch richtig gut ausgewählt vom Rendering und der Größe, dass es genau wirklich gut rüberkommt. Wir haben 54 Farben, das heißt, dieses Bild passt super in unseren Pichu-Koffer. Und hier sind unsere Steinchen. Ich zeige euch nochmal die Legende zum Bild. Die haben wir hier. Auch richtig schön groß gedruckt. Man erkennt alles richtig super. Da haben wir unsere Pichu. Und schaut mal hier unten im Eck, das finde ich immer sehr niedlich, ist immer dieses süße Hasi, was so dem Motiv des Bildes zuherzt. Richtig toll. Und hier unten an der Leinwand findet ihr immer alle Social Media Kanäle von Pichu. Zum Beispiel YouTube, da findet ihr sie. Sie macht auch wunderschöne Videos zu allen ihren Hobbys, auch Diamond Painting natürlich, aber auch andere wunderschöne Sachen. Dann TikTok findet ihr Pichu auf Facebook und hier findet ihr einen Shop und natürlich gibt's Pichu auch auf Instagram. Ich verlinke euch wie immer unten alles. Schaut mal vorbei, vor allen Dingen am besten mal bei ihrem YouTube-Kanal. Sie ist da gerade sehr, sehr fleißig und zeigt super schön die Fortschritte an Heidis Diamond Painting Adventskalender. Ja, das schöne Frostbeulenäulchen. Wie gesagt, ich fühle dieses Bild. Ich sehe mich als die Eule irgendwie. Ich kann mich sehr gut mit ihr identifizieren. Und dieses Bild ist AI-Art, wie schon gesagt. Schauen wir uns mal die Steinchen an und die Legende. Und dann reden wir mal ein bisschen über AI-Art. Steinchen schauen wir uns dann auch gleich mit an. Und los geht's. Ich setze mich noch mal mit hin, mache mir es ein bisschen gemütlich. Habe euch jetzt auch ein bisschen runtergeholt. Und hier seht ihr das Bild mal im Ganzen, im Original. Das Bild ist von der, oder unter dem Künstlernamen, Yuriko AI Art. Von Pichu. Es ist 50x50, super schöne Größe, richtig toll gepixelt, finde ich. Passt genau richtig. Nicht zu groß, nicht zu klein. Das Motiv kommt, finde ich, sehr, sehr gut rüber. Und ja, was ist AI-Art? AI-Art wird ja durch künstliche Intelligenz erstellt, durch Programme. Da gibt es mehrere Programme, also verschiedenste. Und diese Programme greifen auf andere Bilder im Netz zurück. Das Problem bei AI-Art ist, dass allerdings auch da Bilder von Künstlern genommen werden und sozusagen Elemente von Künstlern einfach mit verarbeitet werden. Und das ist so ein bisschen die Art, was halt AI-Art so ein bisschen, wenn es um Kunst geht, ein bisschen kritisch macht, ne? Weil es gibt wirklich Bilder, die sind Künstlerbildern dann sehr, sehr ähnlich, weil, wie gesagt, auf die Originale dann teilweise zurückgegriffen wird. Und das macht natürlich das Leben für die Künstler, die selber ihre Bilder erstellen, das Leben sehr, sehr schwer. Ich denke mal, AI-Art wird uns die nächsten Jahre noch sehr begleiten, inwieweit das läuft. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ja, was hat das mit Pichus Shop zu tun? Pichu hat sehr viele schöne Bilder, die unter Yuriko AI Art zu finden sind. Und diese Bilder sind nur noch dieses Jahr im Shop. Das heißt, nur noch jetzt im Dezember könnt ihr diese Bilder shoppen. Ab 2024, ab dem 1.1. des nächsten Jahres sind diese Bilder dann nicht mehr im Shop erhältlich. Denn Pichu möchte Künstler unterstützen, die ihr Handwerk sozusagen wirklich selber machen.
Und damit meine ich jetzt nicht Bilder, die zum Beispiel noch nachträglich mit zum Beispiel Photoshop oder anderen Programmen bearbeitet werden, sondern AI-Art. Müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt ein Programm, ihr gebt ein paar Sachen ein, ne, ein paar Eckpunkte, was ihr haben wollt. Ich selber habe es noch nicht probiert, deswegen kann ich nicht genauso drüber sprechen. Aber auf jeden Fall ist das, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, kann jeder solche schönen Bilder erstellen. Das ist aber so ein bisschen das Problem, ne? Dadurch, dass halt auch als Grundmaterie dann Bilder von richtigen Künstlern mit einfließen, ja, ist es so ein bisschen eine graue Zone, finde ich. Und auch andere, wie gesagt, es ist mittlerweile auch ein großes Gesprächsthema, AI-Art. Und ja, deswegen finde ich das einerseits schade, dass diese wunderschönen Bilder, die Pichu in ihrem Shop hat, nächstes Jahr nicht mehr verfügbar sind. Aber ich finde es sehr, sehr gut, wie sie dann ihre richtigen Künstler im Shop unterstützt, die halt wirklich sehr, sehr viele Stunden und Kreativität und auch Schweiß sozusagen in ihre Bilder stecken. Und da geht es halt auch einfach darum, den Lebensunterhalt der Künstler zu sichern. Ne? Das ist halt einfach so, Bilder von richtigen Künstlern, die kosten halt was. Ne? Weil bei Pichu findet ihr nur lizenzierte Artwork von Künstlern und Pichu hat mittlerweile so viele super Künstler aufgenommen. Demnächst gibt es eine richtig tolle Künstlerin in ihrer VIP-Gruppe. Kann man da schon Näheres erfahren in der VIP-Gruppe auf Facebook. Kann ich nur empfehlen. Ich verlinke die mit euch unten in die Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Da findet ihr alle News über Pichu, was ihre Arbeitszeiten angeht. Wann ist sie erreichbar? Wann könnt ihr wie bestellen? Wann geht wo was raus? Wie ist der Bearbeitungsstand gerade aktuell? Vor allen Dingen auch Urlaubszeiten, ne? Sowas ist halt auch wichtig, nicht, dass man sich wundert, boah, ich habe mir jetzt was bestellt, aber warum hat das jetzt eine Woche länger gedauert? Ne? Immer beachten, Pichu hält da ihre Kunden sehr gut auf dem Laufenden in der Gruppe über Facebook, aber auch als Newsletter per E-Mail. Ne? Deswegen holt euch den Newsletter, da wisst ihr immer alles Wichtige, falls ihr keinen Facebook habt. Und ja, auf jeden Fall eine richtig tolle Kundentransparenz. AI-Art ist halt echt ein Thema. Ich habe mittlerweile auch in der BookTok, also Bücher auf TikTok sozusagen, Community viele Sachen aufgeschnappt. Da geht es nämlich um farbige Büchereinbände. Was ist ein farbiger, oder nicht Büchereinbände, ein Buchschnitt? Das ist, wenn, ich hole mal kurz etwas zum Vergleich. So, ich habe jetzt mal kurz ein Buch mit einem sogenannten Farbschnitt geholt. Ja, hier seht ihr die Seiten und ihr seht, das hier ist auch bedruckt. Das ist gerade in aller Munde. Bei Büchern hat man mittlerweile sehr viel. Früher war das sehr selten. Man kennt das noch von ganz, ganz früher, ne, dass man manchmal so einen goldenen Buchschnitt hatte. Immer was ganz Edles. Und ja, solche bunten Farbschnitte sind aktuell sehr beliebt in der Buchszene. Allerdings werden diese Farbschnitte teilweise auch per AI gemacht. Und das finden halt viele Autoren und Künstler auch nicht gut. Ne? Und das ist halt auch schon ein Thema, was diskutiert wird. Ne? Also ihr seht, künstliche Intelligenz bei Bildern betrifft nicht bloß Diamond Painting. Da geht es wirklich generell um die Kunst und das ist wirklich mega weit gefächert, dieses Thema. Ne? Selbst wenn man eigentlich eine Leseratte ist. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich dieses wunderschöne Bildchen von Pichu habe. Dieses Bild gibt es, wie gesagt, nicht im Shop. Das ist wirklich etwas Spezielles für mich sozusagen. Ich werde euch aber
die Liste nochmal verlinken, wo ihr die Bilder, die es jetzt noch gibt, aber bald nicht mehr geben wird, verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung, falls ihr euch doch nochmal eins von diesen schönen Bildern sichern wollt. Ich dachte, ich schneide dieses Thema mal mit an. Ich finde es sehr interessant, dieses Thema. Und ja, was soll ich sagen? Einerseits wirklich traurig, ein bisschen mit einem weinenden Auge, dass es dann solche schönen Bilder dann nicht mehr gibt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Pichu hat mittlerweile so viele ganz tolle Künstler in ihrem Shop, mit denen sie unter wirklich Lizenzvereinbarung arbeitet. Das heißt, diese Künstler kriegen dafür Geld. Deswegen kosten diese Bilder ja auch dann dementsprechend. Und ja, dadurch werden halt die Künstler natürlich auch gefördert und bekommen etwas für ihre Arbeit. Und das ist richtig, richtig gut. Und die Künstler, die Pichu hat, sind einfach nur traumhaft. Ich habe euch ja schon viele schöne Bilder gezeigt von Valjovanka, von Marie Trautner und. Die wir auch schon mit fertiggestellt haben. Tiny Tummy, der Halloween Mo. So viele schöne Bilder. Und ja, wie gesagt, AI-Kunst ist etwas auch sehr Schönes, aber da verdienen die Leute, die halt wirklich eigentlich wahrscheinlich im Hintergrund an dem Bild gearbeitet haben, ohne dass sie es mitbekommen haben, nichts davon. Ne? Es ist halt wirklich eine graue Zone. Okay, haben wir jetzt darüber gesprochen. Gucken wir uns jetzt mal die Steinchen an. Wir haben eckige Steinchen. Und boah, was für schöne Farben. Es sind eher etwas gedecktere Farben, ne? Jetzt nicht so knallig, aber auch sehr schön viele helle Farben mit dabei, ne? Wie hier die zwei schönen Peach-Töne. Wir haben eckige Steinchen, Harzsteinchen, finde ich richtig toll. Dann haben wir hier natürlich auch ein bisschen Weiß mit dabei und nochmal ganz viel von diesen zarten Tönen. Und wir haben auch ganz viele schöne Blautöne. Auch so blau-grau. Das ist auch ein schönes Blau. Guckt es euch mal an. Die Steinchen sehen wirklich gut aus. Wir schauen uns dann auch noch mal ein paar Steinchen an im Schiffchen, damit ich euch die Qualität zeigen kann. Wir haben ein kleines Beutelchen. 939. Und als kleinen Fun-Fact am Rande, wir haben keine 310. Na, das ist eins der wenigen Bilder, die keine 310 haben. Finde ich auch interessant. Cool. Dann haben wir hier zum Beispiel so ein schönes Rosa. Auch ein bisschen Grün. Und auch so dunkelrote Lila-Töne sind mit dabei. Solche Töne mag ich ja auch. Ja, also gerade dieser gefällt mir richtig schön, die 154 oder auch die hier, die 902. Das ist so ein bisschen so ein Weinrot, so ein Bärenton. Ja, echt, echt toll. Und gucken wir mal, die 939. So, das ist auch eine Sache, die ich immer gerne wieder zeige. Man bekommt ja immer prozentual ein bisschen mehr Steine, als man benötigt. Das sehen wir hier zum Beispiel hier bei der 939. Wir brauchen 4068 Steinchen, was in der Grammanzahl 24,65 Gramm wäre. Und wir bekommen für unser Bild aber 26,12 Gramm. Warum bekommt man ein bisschen mehr? Wie gesagt, das wird ja auch maschinell abgewogen. Die Steinchen werden nicht einzeln gezählt. Und jeder weiß es. Es gibt immer mal ein bisschen Ausschuss. Und das bedenken gute Händler natürlich mit. Und dadurch kriegt ihr ein bisschen mehr. Das heißt, wenn ihr mal ein Steinchen habt, ne, was einfach Blasen hat, was man bei Harzsteinchen einfach hat, ne, das ist einfach die Art von Harz, das kann vorkommen.
dass es da kleine Luftbläschen gibt, ne? Oder ein Steinchen ist verformt oder hat eine kleine Nase oder was auch immer. Ja, dann könnt ihr die ganz bedenkenlos aussortieren, weil ihr habt noch Ersatzsteinchen automatisch mit dabei. Ja, dieses schöne Bild werden wir auf jeden Fall im Januar beginnen. Da freue ich mich drauf. Im Grunde jetzt, wo ich das da liegen habe, das süße Eulchen. Sie ist einfach knuffig. Nehmen wir doch mal so, wie es ist. Sie ist einfach nur knuffig. Und ganz ehrlich, so renne ich draußen im Winter rum. 5 Schichten Klamotten, einen ganz dicken Mantel, Mütze, Schal. Ja, und am besten echt ein Heißgetränk. Es gibt nichts Besseres. Ja, das süße Winteräulchen. Die kleine Frostbeule. Das ist halt eine Jule. Wir haben 54 Farben. Das heißt, das Bild passt auch super in einen Pichu-Koffer rein. Was ich sehr mag. Ich mag die Pichu-Koffer. Die sind einfach so, wie soll ich sagen, einzigartig. Ne? Und mir gefallen halt auch die Farben. Was man zu den Koffern sagen muss, Pichus Koffer haben 56 Döschen. Und all ihre Bilder haben bis zu 56 Farben. So wird das die Steinchen oder die Farben genau auch in ihre Koffer passen. Finde ich sehr gut bedacht. Außer bei ganz speziellen Bildern, gerade hier bei diesen AI-Bildern, gibt es Bilder mit bis zu 100 Farben. Das steht dann aber auch in der Beschreibung drin, wo man die Bilder kauft. Ja, da hat man dann mehr als 56 Farben. Aber das ist dann in dem Fall angegeben. Bei normalen Bildern ist, glaube ich, die Farbanzahl nicht mit angegeben. Ja, da kann man immer damit rechnen, dass es irgendwie bis zu 56 Farben sind. Kommt immer aufs Bild drauf an. Wie gesagt, ich hatte auch schon Bilder, da hatten wir 30 Farben, die trotzdem super rausgekommen sind. Kommt immer aufs Motiv mit drauf an, wie stark verpixelt, wie viele Details, wie viele Farbvarianten habt ihr in dem Bild. Ne? Das ist immer noch wichtig zu bedenken. Dann hätte ich natürlich noch eine Frage an euch. Wie steht ihr zu AI Art? Wie gesagt, es gibt sehr schöne Bilder, auch beim Diamond Painting. Bei vielen Anbietern sieht man fast teilweise nur noch AI Art. Weiß ich jetzt nicht ganz so, was ich davon halten soll, weil teilweise merkt man da einfach halt auch meiner Sicht nach immer ein gewisses Schema in den Bildern, ein gewisses Farbschema, ein gewisses Darstellungsschema. Deswegen finde ich das bei Pichu so toll, dass wir einfach wirklich verschiedenste Künstler haben, die halt natürlich auch verschiedenste Kunstrichtungen darstellen. Ne? Also der eine mag es dann halt blumig und hell und farbenfroh, der andere halt ein bisschen eher abstrakt und der eine halt eher Tierchen oder gewisse Sachen. Das mag ich, deswegen mag ich einfach Kunst, so hart es klingt, die wirklich von richtigen Künstlern kommen, einfach viel lieber, weil diese Kunst dann halt auch wirklich den Menschen, den Künstler widerspiegeln, ne? Und seine Vorlieben, seine Gedanken und ja, seine Kreativität. So, ja, habt ihr denn schon Bilder mit AI gemacht? Wie gesagt, schreibt mir gerne, was ihr zu dem Thema meint, mit unten in die Kommentare. Ich werde jetzt hier meine Tütchen zusammensammeln. Ich werde das Bild jetzt auch nicht mehr einrollen, denn wie gesagt, mir gefällt es sehr. AI Art ist nichts Schlechtes, aber wie gesagt, es ist eine Grauzone, was Künstler angeht. Und deswegen ist es für mich in Ordnung, mit einem weinenden Auge, wenn AI Kunst nicht so gehypt und unterstützt wird, wie es teilweise in manchen anderen Sparten wird. Man muss halt auch immer an die Menschen denken, die hinter der eigentlichen Kunst stehen. Das ist einfach sehr wichtig. Und
Ich glaube, mir als Künstler würde es sehr, sehr schwer fallen, wenn ich ein Bild sehen würde, was über KI erzeugt wurde und einfach Elemente meiner Kunst mit aufgegriffen hat. Ne? Muss man wirklich sagen, da werden dann halt Elemente mit aufgegriffen. Aber man kann wirklich damit ja, ziemlich Schundluder treiben, auch mit AI. Und deswegen geht es für mich voll in Ordnung, wenn man sagt, nein, das unterstütze ich nicht mehr. So, also, trotz allem gefällt mir das Eulchen sehr gut. Wir werden es finden. Es ist eine Kooperation mit Pichu. Und ja, es war auch abgesprochen, dass ich mit euch ein bisschen über AI-Art rede und über die Neuerungen im Shop. Und ja, damit lasse ich jetzt auch das Thema. Ich möchte jetzt auch keine großartige Diskussion hervorrufen. Es ging einfach bloß darum, mal ein bisschen euch zu sensibilisieren und ja, vielleicht mal ein bisschen euch auch nach eurer Meinung zu fragen. Wie seht ihr das? Wie empfindet ihr das? Und ja, einfach mal dieses Thema aufzugreifen. Ich finde, das ist doch schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allen Dingen, wenn da Existenzen von Künstlern dranhängen. Das muss man so sagen. Okay, ihr Lieben. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns bald wieder, auch mit unserer süßen Frostbeule. Mal in einem Paint with Me. Und vielleicht gibt es auch im Januar ein Kitting Up. Wir werden sehen. Bis dahin, ihr Lieben. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und bis bald. Ciao, ciao.